Ja, Facebook ist natürlich für uns die Chance, ganz viele Menschen gleichzeitig zu erreichen und ja, Mitteilungen zu machen und ja, vielleicht auch Mithilfe zu bekommen, zum Beispiel im Bereich dieser Fahndung. Und eine andere Möglichkeit, so viele Leute auf modernem Weg zu erreichen, gibt es einfach nicht, weil es zu wenig Leute heute noch Zeitung lesen, zum Beispiel. Genau. Also die Polizei informiert deswegen über aktuelle Einsätze, weil wir hoffen, dass dann das, was wir tun, etwas transparenter wirkt. Da bewegt sich zum Beispiel dann Wasserwerfer von A nach B. Das wirkt möglicherweise beängstigend oder macht vielleicht auch Menschen aggressiv, weil sie denken, sie werden angegriffen. Deswegen möchten wir einfach erklären, warum machen wir das? Und das sorgt für mehr Frieden und ich glaube tatsächlich auch für mehr Verständnis für das, was wir da machen. Die Polizeidirektion Hannover hat eine eigene Facebook-Seite. Da findet man Informationen über die Arbeit der Polizei im Allgemeinen, aber zum Beispiel auch zum Berufseinstieg. Und auf einer Extra-Seite, Polizei aktuell, informieren wir außerdem auch noch über aktuelle Einsätze, zum Beispiel bei großen Fußballeinsätzen. Wie komme ich am besten zum Stadion? Wo haben Einsatzkräfte vielleicht eine Sperrung aufgebaut oder wo ist gerade eine Problemlage, sodass jeder zum Stadion kommt und das Spiel genießen kann ohne irgendwelche Zwischenfälle. Ja, außerdem machen wir zusammen mit dem LKA auch noch Fahndungsveröffentlichungen und rufen auch Zeugen auf. Und da konnten wir mit Hilfe der Facebook-Gemeinschaft eben auch schon einzelne Fälle lösen. Das wirklich traurige und auch für mich belastende und natürlich vor allen Dingen für die Betroffenen ganz belastende und schlimme Fälle sind. Das sind Sachen, da wird jemand bombardiert mit Beleidigungen von Schulkameraden. Ihm wird angedroht, am nächsten Tag in der Schule wirst du verprügelt. Er bekommt über WhatsApp den ganzen Tag lang Drohungen. Ja? Das macht den Leuten Angst, das macht sie verzweifelt. Ja? Oder andere Fälle, wo man einem Freund ein Foto anvertraut, ein sehr privates Foto vielleicht auch, und der veröffentlicht das dann. Es werden miese Kommentare dazu geschrieben und die Leute leiden unter sowas. Von daher würde ich nicht sagen, dass das spannend ist, aber es passiert eben leider immer wieder. Ja. Ja, also die meisten Leute machen erstmal gar nichts, versuchen die Füße stillzuhalten und leiden relativ still vor sich hin. Aber es ist eben ein Irrtum zu glauben, dass das irgendwann von alleine wieder aufhört. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich jemandem anvertraut. Völlig egal, ob es jetzt ein Vertrauenslehrer, die Polizei oder eben einfach nur ein guter Freund oder eine Tante ist. Ja, dann Facebook und YouTube bieten natürlich an, dass man illegale Inhalte oder auch Fake-Profile eben melden kann, damit sie dann gesperrt oder gelöscht werden. Das ist aber eben nur so ein, sag ich mal, ein Zwischenschritt. Denn weiß ja jeder, die Sachen werden kopiert, tauchen wieder neu auf. Oder wer den richtigen Link kennt, findet die Inhalte trotzdem, auch wenn sie über die einfache Suche jetzt nicht mehr vorhanden sind. Ja. Es macht immer Sinn, sowas anzuzeigen, denn Fake-Profile werden zum Beispiel erstellt, um Menschen zu ärgern, zu beleidigen, zu bedrohen. Das sind Straftaten. Ja. Oder sie werden erstellt, um damit zum Beispiel Bestellungen im fremden Namen irgendwie zu machen. Also das sind Betrugsstraftaten, auch das verfolgt die Polizei. Das Schöne ist, dass wir in der Regel auch wirklich gute Beweise haben. Ja, weil wenn ich jemandem eine beleidigende Textnachricht schreibe und der speichert die, dann habe ich alles, was den Tatvorwurf ausmacht, schwarz auf weiß. Oder als Tonnachricht, wenn es als Sprachnachricht über WhatsApp gegangen ist. Also bessere Beweise kann man der Polizei gar nicht liefern. Und natürlich ermitteln wir da und es lohnt sich auch, Anzeige zu erstatten. Zum Beispiel für eine Beleidigung kann man nach Paragraph 185 StGB bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe bekommen. Ne? Das Gleiche gilt auch für Bedrohung. Ja, da kann ich 1 Jahr für ins Gefängnis kommen, nur weil ich zu jemandem sage, ich bringe dich um. Ja, nur weil ich das gesagt habe. Wenn ich Bilder einer Person benutze, ohne das zu dürfen, oder Bilder mache, zum Beispiel, was weiß ich, in der Mädchenumkleide oder so, dann ist das auch verboten. Und auch dafür kann ich nach Paragraph 201a Strafgesetzbuch auch mindestens für 1 Jahr ins Gefängnis kommen. Ja, das sind natürlich, der Richter entscheidet in jedem Fall individuell.
je nachdem, wie groß der Schaden für das Opfer gewesen ist und wie genau die Tatumstände gewesen sind. Aber das ist jetzt so quasi die Höchststrafe. Also ich kann es gut verstehen, was natürlich toll ist, wenn man in der virtuellen Welt irgendwie so sein ideales Ich darstellen kann. Worauf bin ich stolz? Wie wär ich gerne? Was würde ich gerne machen? Aber es ist natürlich auch ziemlich riskant. Ja, also manche veröffentlichen da ihre Privatadresse als nächstes, was sie für ein tolles neues Fahrrad in der Garage stehen haben oder was für eine Spielekonsole bei ihnen im Wohnzimmer steht. Und eine Woche später ist dann die ganze Familie im Urlaub auf Malle und ich poste ein Foto. Ja, wer das ausnutzen will, weiß dann, dass die Wohnung leer steht und bricht ein. Oder dir wird nachgestellt, weil du veröffentlichst, wann du aus der Schule kommst, wo du zum Handballtraining gehst oder in welches Café du nachmittags am liebsten gehst. Ja, also du machst es den Leuten einfach, dich zu erwischen, wenn sie dir was Böses wollen. Ist eine gefährliche Sache und ich halte das auch teilweise für leichtsinnig. Man kann eigentlich nur davon abraten, eben einfach zu viele Informationen zu veröffentlichen. Ja, man sollte mal überlegen, ja. Ich weiß, das ist schwierig, weil es ja auch spontan ist und Spaß macht. Aber was für Bilder, was für Inhalte sind in 10 Jahren noch eine super Erinnerung und welche sind vielleicht peinlich oder lassen mich auch irgendwie in einem schlechten Licht dastehen? Ja, nehmen wir mal an, ständige Partyfotos, Kommentare mit sau vielen Schimpfwörtern oder irgendwelchen sexuellen Anspielungen, wenn das später ein Arbeitgeber liest. Oder einfach nur die neuen Freunde, die man kennenlernt. Die haben vielleicht ein ganz verzerrtes Bild von einem, wenn sie das als erstes sehen. Ja, und deswegen würde ich sagen, auf zu viel Sexiness, auf zu viel Albernheit verzichten und auf jeden Fall überlegen, mein Profilbild, könnte man das zum Beispiel benutzen, um ein Ausweisdokument zu fälschen? Nehme ich vielleicht lieber eine Comicfigur oder eine Seitenansicht oder vielleicht nur einen Teil meines Gesichtes oder nur mit einer großen Sonnenbrille? Na, da sollte man vielleicht drauf achten und also auf keinen Fall sollte man Geburtsdaten, Adressen, Telefonnummern, die gehören einfach nicht öffentlich ins Netz.